Hämorrhoiden, lass uns doch mal darüber sprechen, denn es tut kaum jemand, obwohl fast 70% im Laufe ihres Lebens einmal eine Hämorrhoidaleiden haben. Was sind Hämorrhoiden genau? Warum kommen die? Warum ist das gerade in der Schwangerschaft so ein Thema? Und wie gehen sie auch wieder weg? Viel Spaß bei der Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir selbst helfen, dir selbst besser helfen zu können, indem ich dir einfach mein Fachwissen hier präsentiere, ganz gratis umsonst. Das Einzige, was du mir Gutes tun könntest, wäre ein kleines Abo dalassen, dann freue ich mich sehr. Hämorrhoiden, da denkt jeder gleich an ein Krankheitsbild und dabei hat jeder Mensch Hämorrhoiden, ohne dass es ein Krankheitsbild ist. Denn Hämorrhoiden sind Teil des Schließmuskelapparats, wenn man so möchte. Es ist ein Gefäßpolster, was ringförmig um den Anus liegt und dadurch eben auch den Anus und den Analkanal verschließen kann. Also auch Teil des Schließmuskels. Nur, wenn diese Hämorrhoiden Probleme machen, Symptome machen, dann nennt man das Ganze Hämorrhoidalleiden. Und da gibt es verschiedene Stufen. Es gibt, wie in der Schule, Notensystem Grad 1, 2, 3 und 4. Und Grad 1 ist quasi von außen nicht sichtbar, nicht tastbar, aber proktoskopisch eben erkennbar an den typischen Hämorrhoidenknötchen, die aber nicht vorfallen, also zur Außenwelt hin zeigen. Grad 2, ja, da sind die sichtbar, dann kommen sie beim Pressen zum Beispiel zum Vorschein, aber reponieren sich von alleine wieder, ohne dass man irgendwas machen muss. Sie flutschen also wieder zurück an den Platz, wo sie hergekommen sind. Und das passiert bei Grad 3 eben nicht. Auch hier beim Pressen, sie kommen raus, gehen aber nicht mehr von alleine zurück, aber können mit dem Finger noch zurückgeschoben werden. Das wäre Grad 3. Und Grad 4, das könnt ihr euch schon denken, sichtbar, sind draußen und können eben nicht reponiert werden. Das ist dann quasi der schwerste Grad an Hämorrhoiden. Wie häufig ist das Ganze? Ich habe es anfangs erwähnt, fast 70% aller Menschen werden mal im Laufe ihres Lebens damit in Kontakt treten. Vielleicht du ja auch schon, dass du da was gemerkt hast, dass du vielleicht auch andere Symptome hast. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber nur eine ganz, ganz, ganz kleine geringe Zahl, nämlich 4% der Menschen suchen da ärztlichen Kontakt, denn die meisten, denen ist das unangenehm oder sie suchen sich selbst im Internet ein Cremchen oder irgendwas, was ihnen helfen sollte und versuchen das gar nicht erst zu thematisieren. Aber bei uns auf dem gynäkologischen Stuhl wird das Thema zum Teil auch sichtbar, sodass wir das nennen, auch aktiv ansprechen und was man so dagegen tun kann. Gerade in der Schwangerschaft ein großes Thema, aber auch da kommen wir gleich noch zu. Was sind denn die typischen Symptome? Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, das sind nämlich helle Blutungen. Beim Stuhlgang zum Beispiel, die vom Enddarm herrühren. Also wir kennen ja vielleicht alle den Stuhl, der mit Blut beigemengt ist, der vielleicht ein bisschen dunkler ist, wo das Blut auch auflagert auf dem Stuhl. Und bei den Hämorrhoidenblutungen ist es aber ein ganz frisches Blut, also eine frische Blutung. Nichtsdestotrotz ist das wichtige Differentialdiagnose, da andere Dinge eben auch auszuschließen, allen voran den Darmkrebs. Deswegen solltest du feststellen, dass du blutest beim Stuhlgang, dann bitte einmal abchecken, denn das kann natürlich was ganz Banales sein, Hämorrhoidalleiden, aber es kann auch was Ernsthafteres sein. Dann stören so Hämorrhoiden natürlich beim Stuhlgang, da kann was hängen bleiben, man spricht dann von Stuhlschmieren oder auch so Schleimrückstände, die dann entsprechend auch Haut reizen und zu typischem Juckreiz führen können, dass man da ständig am Schuppern ist und schon denkt, oh je, jetzt haben mir die Kinder irgendwelche Würmer da verpasst, aber es sind tatsächlich die Hämorrhoiden, die durch Stuhlschmieren oder den Schleim auch schon Symptome verursacht haben. Ja, und dann geht das Spielchen weiter, wenn man natürlich da ständig am Rumschuppern ist, dann können dann natürlich auch Hautverletzungen einhergehen, sogenannte Fissuren, die entsprechend auch wieder Probleme machen, wie Schmerzen, Jucken und auch Blutungen. Und wenn es wirklich Grad 4 ist, dann hat man eben auch so ein Fremdkörpergefühl. Da hat man die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendwas, das soll da nicht hin. Und man kann es natürlich auch ertasten, wenn man jetzt zum Beispiel unter der Dusche steht. Das sind so die ganz klassischen Symptome von Hämorrhoidalleiden. Warum entsteht sowas? Was ist der Grund? Und wie schön, die Forschung ist sich nicht einig, wie so oft. Man weiß es nicht so richtig. Es gibt sicherlich prädisponierende, also Voraussetzungen oder auch Gegebenheiten, die das Ganze begünstigen oder auch Risikofaktoren. Allen voran eine falsche Ernährung, ein falsches Stuhlgangverhalten, dass man sehr stark presst, weil vielleicht auch der Stuhl sehr hart ist, dann sind wir wieder bei der falschen Ernährung. Und auch Übergewicht kann dazu führen, dass so ein Hämorrhoidalleiden auftritt. Zur Schwangerschaft kommen wir gleich noch. Ganz mechanisch gesehen sackt dieses Gefäßpolster, was ja eigentlich innen liegt, weiter und weiter runter, sodass natürlich da irgendwie auch so eine genetische Komponente denkbar ist, auch Bindegewebsproblematiken. Und das Ganze wird auch Sliding Anal Lining Theorie genannt, weil eben diese Haltestrukturen so langsam nachgeben und deswegen das Gefäßpolster langsam runterkommt.
runtersackt. Auch wenn man die Hämorrhoiden immer so ein bisschen vergleicht und beschreibt mit ganz normalen Krampfadern, die man so am Bein hat, ist das nicht so ganz dasselbe. Vor allem die Entstehung ist nicht dasselbe. Aber grundsätzlich kann man sich das so ein bisschen so erklären, womit wir jetzt auch schon mal bei der Schwangerschaft und auch bei der Geburt wären. Warum ist das da so ein Thema? Ja, das kann man sich durch vielerlei Sachen erklären, warum gerade Schwangere damit zu tun haben. Erstmal haben wir natürlich durch den Hormonüberschuss, den Hormoncocktail, ein Gewebe, was weicher wird. Allen voran das Progesteron, das Gelbkörperhormon, macht Gewebe weicher und vor allen Dingen eben auch solches Bindegewebe, warum da schon mal ein Faktor ist, warum dieses Gefäßpolster weiter runter sinken kann. Dann versorgt man jetzt in der Schwangerschaft auch noch ein Kind mit viel Blut. Das heißt, das Blutvolumen nimmt in der Schwangerschaft auch zu. Mehr Blut, auch mehr Belastung für so ein Gefäßbett kann natürlich dazu führen, dass alles ein bisschen absinkt. Und wir haben jetzt andere Druckverhältnisse. Hier ist jetzt eine dicke Gebärmutter drin mit einem Kind. Die schönen Venen, die hier so lang laufen, vor allen Dingen auf der rechten Seite, werden abgedrückt und alles nach unten weggestaut. So kann man sich vorstellen. Der Rücktransport zum Herzen ist nicht mehr so, wie er früher mal war. Es entsteht ein Stau im wahrsten Sinne. Und das kann nicht nur Hämorrhoiden verursachen, sondern tatsächlich auch Krampfadern im Bereich der Vulva. Gar nicht so selten. Und man sagt, dass ca. 50% der Schwangeren Hämorrhoidalleiden haben. Wenn ich so in der Praxis überlege, dann reicht das eigentlich nicht. Die Dunkelziffer ist hier sicherlich höher. Also ich würde schon über 50% schätzen. Und das macht auch, wenn man die Erklärung hört, warum das Ganze zustande kommt, auch irgendwie Sinn. Und das Schöne ist, dass es danach besser werden kann. Also nach der Geburt, übrigens, Geburt ist natürlich auch nochmal ein Riesenfaktor, viel Pressen, viel Belastung, Druckbelastung natürlich auf dieses Gefäßbett. Und diese Faktoren sind dann nach der Geburt aber weg, sodass dann auch das Hämorrhoidalleiden oft besser wird. Das heißt, zurückhaltend mit irgendwelchen operativen Maßnahmen, gerade nach einer Schwangerschaft oder im Wochenbett, sondern erstmal konventionell probieren, das Ganze in den Griff zu bekommen. Was das bedeutet, erkläre ich dir jetzt. Wie wird das Ganze jetzt therapiert? Ich bin natürlich kein Proktologe, aber auf unseren Fortbildungen ist das natürlich auch oft Thema, weil wir einfach mit dem Gebiet und in dem Gebiet auch arbeiten. Deswegen, Grad 1 und Grad 2, kann man sagen, wird konventionell therapiert. Das bedeutet, wir versuchen irgendwie die Umstände so zu machen, dass die Hämorrhoiden nicht mehr so viel leiden müssen. Heißt, Lebensgewohnheiten ändern, die Ernährung anpassen, den Stuhl weicher kriegen, ob mit Flohsamen, Leinsamen oder auch diesem guten alten Stuhldünnermacher aus diesem Päckchen, kennst du vielleicht. Sport machen, Bewegung, all das hilft dem Darm eben, sich gut zu entleeren, ohne harten Stuhl und ohne lange Pressperioden. Das ist eben wirklich, wirklich wichtig, dass man nicht lange auf dem Klo sitzt und presst wie das Gewitter, sondern dass das von alleine geht, ohne dass man viel dazu beisteuern muss. Die Symptome an sich, gerade so Juckreiz, Brennen und so weiter, kann man natürlich mit tollen Salben, da gibt es auch pflanzliche Salben, jeder Proktologe und jede Proktologin kennt, hat das Wort jetzt schon im Mund, was ich gerade auch im Kopf habe, gibt es pflanzliche Dinge, die man tun kann, da gibt es auch mit lokalen Betäubungsmittel, Dinge, die man zur Linderung tun kann. Es gibt Zäpfchen auch für den Rektalbereich. Also da gibt es einiges, was man eben auch an Cremes, Gels und Zäpfchen so schmieren kann, damit die Symptome ein bisschen besser werden. Was auch gut helfen kann, gerade wenn es so eine Entzündungsepisode ist, dass man Sitzbäder macht, die so ein bisschen antientzündlich sind und abschwellen. Man kann sogar mal überlegen, ob man mit Cortison mal kurz rangeht, um einfach so eine ganz krasse Entzündung rauszuholen. Aber das macht man tatsächlich seltener. Und dann kommt Zeit, kommt Rat, schaut man sich das Ganze erstmal an, ob es vielleicht von alleine wieder besser wird durch diese Lebensgewohnheiten, Umstellungen. So, und ab Grad 3 wird operiert in den meisten Fällen, natürlich immer in zusammener Absprache mit den Betroffenen. Und da gibt es verschiedenste Methoden. Es gibt eine Sklerosierung, also wie so eine Verödung. Es gibt sogenannte Gummibandligaturen, wo dann quasi die Hämorrhoiden so abgeschnürt werden. Es gibt den Laser, es gibt Radiofrequenzablationen, wo man mit großer Hitze eben arbeitet. Und dann gibt es sogenannte resezierende und nicht resezierende Verfahren. Also bei dem einen kann man sich vorstellen, resezierend, man schneidet das Problem weg. Bei dem nicht resezierenden versucht man es eben noch mit Abbinden etc. in den Griff zu bekommen. Aber das obliegt ja wirklich nur Grad 3 und Grad 4. Also ja, ein Thema, was nicht oft besprochen wird. Jetzt haben wir es getan. Wenn dich weitere so Themen interessieren, dann schreib mir einfach mal das Thema in die Kommentare. Würde mich freuen. Ein Abo kannst du natürlich immer da lassen, da freue ich mich sowieso. Und vielleicht ist eins dieser zwei Videos hier noch was für dich.